Nach dem Potsdamer Geheimtreffen von Politikern, Unternehmern und Rechtsextremen hat die AfD den Gebrauch des Begriffs Remigration verteidigt. Der von Sprachwissenschaftlern zum Unwort des Jahres 2023 erklärte Begriff sei ein vernünftiges Wort, sagt der AfD-Parlamentsgeschäftsführer Bernd Baumann. Die AfD verstehe darunter die Rückführung von Migranten nach rechtsstaatlichen Grundsätzen. Es gehe um endgültig abgelehnte Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge aus Ländern, in denen kein Krieg mehr herrsche. Mit Massendeportationen habe das nichts zu tun, sagte Baumann. Unterdessen wurde bekannt, dass sich AfD-Chefin Alice Weidel mit sofortiger Wirkung von ihrem persönlichen Referenten Roland Hartwig getrennt hat. Der frühere Bundestagsabgeordnete hatte laut Recherchen der Plattform Korrektiv im November an dem Treffen in Potsdam teilgenommen. Dort soll über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gesprochen worden sein. Grund für die Trennung seien aber persönliche Kommunikationsprobleme gewesen, hieß es aus Parteikreisen.